Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Kartenlegerin. Und heute geht es um das Monatshoroskop ab dem 1.4.2023. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Ja, April startet interessant, spannend mit unserem inneren Schweinehund, der uns sagt, ach, du musst nichts ändern, bleib so wie du bist und alles ist gut so und du musst ja nicht weiter. Nee, müssen tun wir nicht, aber es ist für die eigene Zufriedenheit von Vorteil. Das heißt, der Mensch ist nicht dafür gemacht, immer gleich zu bleiben, immer gleich zu stehen. Wenn wir unser Wissen und unser Denken nicht zwischendurch ändern würden, dann würden wir ja stehen bleiben. Und das sind wir Menschen einfach nicht. Also, vorsichtig Anfang des Monats vor dem inneren Schweinehund, der euch auf dem Stuhl festbinden will. Mitte des Monats sind wir so ein bisschen entscheidungsfreudiger. Also, wir werden auch gedrängelt, ein bisschen Entscheidungen zu treffen. Sei es jetzt in der Partnerschaft, sei es in Beziehungen, im Freundeskreis, sei es aber auch beruflich, an Beziehungen arbeiten. Wirklich schauen, ist das das für mich? Will ich das? Kann ich das? Gegen Ende des Monats haben wir wirklich Powerzeit. Wir haben die Kraft, wir haben die Energie. Schaut, dass ihr rausgeht. Schaut, dass ihr eure Planung Anfang des Monats schon so legt, dass ihr komplizierte Sachen auf Ende des Monats legt. Also wirklich, sei es komplizierte Projekte, die ihr in Angriff genommen habt, oder sei es eine komplizierte Abrechnung, die ihr in eurer Firma machen müsst, oder. Schaut wirklich, dass das komplizierte, anstrengende, kraftraubende auf Ende des Monats gelegt wird, damit ihr auch wirklich dazu die Energie habt. Also Ende des Monats läuft's richtig super bei euch. Letzte Woche, also die letzte Aprilwoche, ist dann eine Gleichgewichtswoche. Schaut, dass ihr wirklich für euch selber den Mittelweg gefunden habt, dass ihr da nicht überrascht werdet oder überrannt werdet oder dass euch nicht sogar die Puste ausgeht, weil ihr euch zu viel zugemutet habt. Schaut, dass ihr euer Gleichgewicht auch habt. Ansonsten ist die Tarotkarte im April eine sehr schöne. Es ist die Sonne. Es ist das Positive, es ist das Tolle, es ist das Schöne, es ist das lachende Kind, das die Sonne anbietet. Ja, weil es einfach was Schönes ist. Wir brauchen das Sonnenlicht, um zu überleben, wir brauchen das Sonnenlicht zum Wachsen. Und deswegen genießt es einfach, schaut, dass ihr im Fluss seid und passt auf euch auf. Ich wünsche euch diesen Monat April ganz, ganz viel Spaß. Den werdet ihr laut den Sternen auch haben und die Tarotkarte sagt es auch. Aber man muss selber auch was dafür tun. Bis bald!